Hallo und herzlich willkommen hier auf Switch It. Mein Name ist Lukas und heute reden wir über die Nintendo Switch Lite. Switch It. Richtig gehört. Jetzt geht's um die Nintendo Switch Lite und ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen kränklich klinge. Ich bin leider Gottes immer noch erkältet, aber ich möchte meinen Senf trotzdem dazu loswerden, deswegen verzeiht mir das für dieses Video. Ja, die Nintendo Switch Lite kommt am 20.09. in den Handel, wird kosten... Keinen Plan, das wurde noch nicht gesagt. Ich schätze mal so 200, 250 Euro. Mehr würde ich für das Gerät auch nicht zahlen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch gar nicht holen. Und ehrlich gesagt würde ich dafür lieber nur 150 Euro dann ausgeben, weil ich sehe hinter der Switch Lite nicht so wirklich viel Sinn. Warum? Ganz einfach. Die Nintendo Switch Lite ist eine reine Handheld-Konsole. Das heißt, man kann das Gerät nur im Handheld-Mode nutzen. Es hat keinen TV-Mode. Das heißt, man kann sie nicht am Dock nutzen, an gar keinem Dock. Egal, was man da versucht, es funktioniert nicht, steht sogar auf der Nintendo.de-Website und ja, sie hat keinen Tabletop-Mode. Das heißt, es ist, wie gesagt, eine reine Handheld-Konsole. Für mich war der ausschlaggebende Grund für die Switch immer, ich kann sie in den Dock packen und am Fernseher spielen und wenn ich, kein Plan, dann spontan wohin muss, kann ich die Konsole mitnehmen oder ich habe keinen Bock am TV zu zocken, ich lege mich ins Bett und nehme die Switch aus dem Dock und kann dann so spielen. Das war für mich zum Beispiel ein ausschlaggebender Grund für die Switch. Das ist so ein Verkaufsgrund gewesen. Genauso wie die Joy-Cons. Die Joy-Cons, man hatte zwei Stück oder man hat zwei Stück, macht sie ab. Hier, ein Controller für dich, das ist mein Controller und wir spielen zu zweit. Hat man bei der Nintendo Switch Lite nicht, denn das ist ein massives Ding mit keinen austauschbaren Joy-Cons. Das heißt, sind die Controller kaputt, gehen die kaputt, muss die Switch eingeschickt werden, also die Switch Lite und man hat Pech gehabt. Gehen die Joy-Cons an einer normalen Nintendo Switch kaputt, kann ich sagen, gut, okay, ich lasse reparieren und kaufe mir aber trotzdem noch ein zweites Paar als Backup für 80 Euro oder ich weiß nicht, ob die mittlerweile billiger sind. Damals haben sie 80 Euro gekostet. Ob es immer noch so ist, wie gesagt, kein Plan. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und tausche dann meine Joy-Cons aus. So. Und das hat man bei der Nintendo Switch Lite nun mal nicht. Die Nintendo Switch Lite ist halt auch darauf ausgelegt, Software zu spielen, die halt den Handheld-Mode supportet. Also Super Mario Odyssey, Mario Kart, The Legend of Zelda Breath of the Wild, so Indie-Spiele wie Stardew Valley und sowas. Also ein Handheld-Ding. Ja, und man kann laut der Nintendo-Seite zwar separate Joy-Cons kaufen, sie damit verbinden, damit man sowas wie One-Two-Switch oder Super Mario Party spielen kann. Ist natürlich nett, aber da kann ich mir auch eine normale Switch kaufen, ne? Weil da muss ich mir nicht extra Joy-Cons kaufen und kann sie dann auch noch im Docked-Modus nutzen. So. Das ist dann wieder so ein Punkt, dann brauche ich mir auch keine Switch Lite kaufen. Was cool an der Switch Lite ist, ist, dass sie ein richtiges Steuerkreuz hat und nicht diese behinderten Nöppel. Verstehe ich immer noch nicht, warum Nintendo nicht irgendwie selber mal eingesehen hat, hey, wir sollten eventuell ein Steuerkreuz an die Joy-Cons packen und verkaufen die dann ab jetzt so und packen die ab der nächsten Switch-Wave genau so dazu und die mit den Kreisen, also mit den kleinen Punkten als Steuerkreuz verschwinden irgendwann. Das ist eine Sache, die verstehe ich immer noch nicht. Nun gut. Was die Switch Lite nun mal auch nicht hat, ist ein HD-Rumble und eine IR-Motion-Camera. Hat das Ding nicht. Und ist auch eine Sache, die wegfällt. Oder sogar zwei Sachen. Wie schon gesagt, man kann das Gerät nicht in den Dock packen und dann halt auch somit nicht am TV nutzen. Und ja, ist halt eine wichtige Sache in meinen Augen, die wegfällt. Die Nintendo Switch Lite ist 91,1 mm mal 280 mm mal 13,9 mm groß. Das ist ein ganzes Stück kleiner als die normale Switch, aber die sind beide gleich dick, nämlich 28,4 mm. Aber sowohl die Nintendo Switch als auch die Nintendo Switch Lite haben dieselbe Dicke von 28,4 mm. Außerdem sind sie beide gleich schwer, nämlich 297 Gramm. Der LCD-Screen von der Switch Lite ist aber natürlich kleiner, und zwar 5,5-Inch LCD-Display sind das, während die normale Nintendo Switch ein 6,2-Display hat. Die Resolution ist dieselbe, 1280x720p, also da tut sich auch nicht viel. Und die Batteriedauer von den beiden Geräten ist auch die gleiche, so, ja, bis zu 6 Stunden oder ein bisschen mehr. Toll. Was aber auch sehr lustig ist, was da steht, bei der normalen Switch kann man The Legend of Zelda Breath of the Wild für so, ja, gut 3 Stunden in einem Single Charge spielen. Bei der Switch Lite geht es sogar gute 4 Stunden in einer Aufladung, also die eine Stunde mehr. Mega der Kaufgrund, nicht. Ich finde, das Ding ist nett, aber braucht man es? Nein, nicht wirklich. Und wichtig in meinen Augen ist auch, dass der WLAN-Chip in dem Gerät besser ist als in der normalen Switch, weil die normale Switch, der WLAN-Chip, ist
so dermaßen kacke. Ich musste mir halt einen LAN-Adapter kaufen, um mit dem Ding ordentlich spielen zu können. Und kann dann auch nur ordentlich spielen mit dem Ding, wenn ich es im Dock habe oder ich halt direkt neben dem Router sitze mit der Switch im Handheld-Modus. Das heißt, wenn dieser WLAN-Chip in der Nintendo Switch Lite genauso scheiße ist, dann, ja, Prost Mahlzeit. Dann bringt mir das würde mir das zum Beispiel auch nicht viel bringen. Und, das ist halt, es ist ein nettes kleines Ding, was in meinen Augen unnötig ist. Außer für Leute, die sagen, hey, ich spiele nur im Handheld-Mode. Oder wenn man eine normale Switch hat, dann als Zweitgerät. Aber mehr Sinn sehe ich hinter dem Ding leider nicht. Weil, das habe ich halt eben schon die ganze Zeit gesagt, kein TV-Mode, kein Tabletop-Modus, keine austauschbaren Joy-Cons. Es ist ein Ding, ein Brocken so. Und ich weiß nicht. Die Farben finde ich auch nicht so schön. Gelb sieht eher so lala aus. Türkis, ja, die einzig schöne Farbe in meinen Augen ist grau. Also ich meine, gelb und türkis sehen jetzt nicht scheiße aus. Aber mich spricht halt grau am meisten an von den drei Farben. Und ich denke mal, die Switch Lite wird auch noch in 1000 verschiedenen Farben kommen. Hallo, ich bin's, der Lukas aus der Zukunft beim Schnitt. Nintendo hat jetzt auch noch eine Nintendo Switch Lite in der Sachian und Samensenta Edition angekündigt, die am 8. November rauskommt. Also eine Pokémon Schwert und Schild Special Edition. Die sieht super aus. Ich blende euch mal eben hier ein Bild ein. So sieht sie aus. Die würde ich mir kaufen, weil die sieht echt schnaffte aus und ist von allen vier Versionen, die es jetzt gibt, in meinen Augen die beste. Und das wollte ich nur nochmal einwerfen. Also, wenn ihr euch eine Switch Lite holen wollt und ihr Pokémon spielen wollt, holt euch die, weil die sieht echt super schnaffte aus. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. In meinen Augen ist das Ding nicht wirklich nötig. Es ist wahrscheinlich sehr nett für Kinder und und da halt als Zweitgerät. Aber mehr Sinn sehe ich hinter dem Teil leider Gottes nicht. Und ich meine, wer sich das Ding kaufen möchte, der kann das natürlich tun. Und ich wünsche den Leuten sehr viel Spaß mit der Nintendo Switch Lite. Ich werde sie mir wahrscheinlich auch angucken, wenn sie rausgekommen ist. Und dann auch nochmal ein Video dazu machen, wenn ich sie mal in der Hand hatte. Aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich der Meinung, die Nintendo Switch Lite ist nicht nötig. Denn die Nintendo Switch ist die bessere Alternative. Also, da hat man viel mehr Möglichkeiten mit. Gut, das ist aber wie gesagt nur meine Meinung zu dem Gerät. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen. Kauft ihr euch die Nintendo Switch Lite? Was haltet ihr von der Nintendo Switch Lite? Empfindet ihr das Gerät als nötig oder als unnötig? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich schon drauf, mit euch zu diskutieren und eure Meinung zu lesen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ciao, Leute!